Hallo und herzlich willkommen zu Franks Dirigieratelier. Hier entsteht eine Reihe von Videotutorials zum Thema Dirigieren, die die Ausbildung im Dirigieren, das Studium unterstützen sollen. Heute ist unsere erste Folge und wir widmen uns den Grundlagen des Dirigierens. Ein schlauer Mensch namens Paul Watzlawick hat einmal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich würde das 1:1 übersetzen, man kann nicht nicht dirigieren. Denn dirigieren ist nichts anderes als Kommunikation. Dirigieren ist verbale und nonverbale Kommunikation und dieselben Gesetzmäßigkeiten, die dafür zuständig sind, dass Kommunikation mal gelingt und mal scheitert, führen auch dazu, dass Dirigieren mal gelingt und mal scheitert. Nichts im Dirigieren verläuft nach analogen Gesetzmäßigkeiten. Ich mache eine bestimmte Bewegung und also kommt ein ganz bestimmter Ton, ein ganz bestimmter Klang, sondern wir arbeiten beim Dirigieren rein auf der Basis von kommunikativen Prozessen. Darum ist alles beim Dirigieren wichtig, was mit der Kommunikation in Verbindung steht. Natürlich unsere Sprache, unsere Stimme, unsere Ausstrahlung, unsere Augen, unsere Haltung, unsere Zuwendung dem Orchester gegenüber, ob wir uns dem Orchester in der Körpersprache öffnen oder ob wir dem Orchester eher ablehnend gegenüberstehen. Singen Sie mal ein schönes Lied und zwar jetzt. Sehen Sie, das wird nicht funktionieren. Zum Dirigieren benötigen wir einen lockeren, aufrechten und elastischen Stand. Bedeutet, wir stehen vor dem Orchester mit dem Gefühl, im Boden fest verwurzelt zu sein und sind locker und frei in unseren Bewegungen der Arme und der Hände und des Atems. Eine gewisse Grundgespanntheit zum Dirigieren ist gut und förderlich. Die geht vom Rücken aus und sollte allerdings nicht dazu führen, dass man zu angespannt ist. Das ist genauso wenig förderlich wie eine sehr unterspannte Haltung. Achten Sie bei den nun folgenden Beispielen darauf, wie der Kontakt von Dirigent zu Orchester sich gestaltet. Das geht bei dem Blick los, geht der Blick in die Noten oder geht der Blick zu den Musikerinnen und Musikern. Welche Qualität hat der Blick? Ist die Kontaktaufnahme freundlich oder eher etwas bestimmt? Was machen die Schultern? Sind die Schultern zu weit oben oder sind sie locker unten, hinten, wo sie hingehören beim Dirigieren? Und wo ist die Schlagebene? Ist die zu weit unten? Ist die in der Mitte? Ist die sehr weit oben? Machen Sie sich ein Bild von den nun folgenden Dirigenten. Thank you.
Wie funktioniert nun die konkrete Kommunikation von solchen Dingen wie Tempo und Metrum? Dazu muss ich ein wenig ausholen. Das menschliche Gehör ist in der Lage, bis zu 20.000 periodische Veränderungen des Luftdrucks pro Sekunde wahrzunehmen und differenziert zu interpretieren. Zwischen 7.500 und 20.000 Hertz befinden sich im Spektrum die hellen Geräusche, wie Konsonanten und die Brillanz des Klangs. Bei 3.000 Hertz liegt der höchste Grundton im Orchester, bei 1.700 Hertz der höchste von der menschlichen Stimme singbare Ton. Auf 443 Hertz stimmen die Instrumente ein. Tonräume um 200 Hertz sind für das Empfinden eines warmen Klangs zuständig und bei 20 bis 100 Hertz hören wir die tiefen Bässe. Bei 16 Schwingungen pro Sekunde ist das untere Ende dessen erreicht, was wir als Tonhöhe interpretieren können. Doch die Musik geht da natürlich weiter. Frequenzen von 1/4 Hertz bis 3 Hertz entsprechen etwa unserer Atemfrequenz, unserem Puls, unserem Herzschlag oder unserem Schritttempo beim Gehen oder Laufen. Sie sind im Puls der Musik abgebildet, sind Teil der inneren Vorstellung der Musikerinnen und Musiker im Orchester. Diese Schwingungen sind es, die wir mit unserem Dirigieren erreichen wollen. Die grundlegendste und wichtigste Dirigierbewegung ist die einfache Schwingung. Wir stellen uns diese Bewegung am besten modellhaft als Sinusschwingung vor. Die Sinusschwingung ist die Projektion der Kreisbewegung in die Ebene, also beginnen wir unsere Übung, indem wir eine kreisende Bewegung mit der Hand machen. Den Kreis lassen wir schmaler werden, bis nur noch eine senkrechte Bewegung übrig bleibt. Und diese senkrechte Bewegung ist jetzt unsere Sinusschwingung. Wir überführen diese Schwingung jetzt in ein Viererschema. Um dem Dirigieren jetzt mehr Präzision und mehr Biss zu geben, nehmen wir noch ein weiteres technisches Merkmal dazu, nämlich den Impuls. Impuls bedeutet ein leichtes Wegfedern aus der Schlagebene. Wir kommen also langsam in der Schlagebene an und federn schnell aus der Schlagebene weg.
Dabei ist es wichtig zu bemerken, dass der Kraftimpuls tatsächlich von unten nach oben geht. Also der Impuls geht nicht in die Schlagebene rein durch eine schnelle ruckartige Bewegung, sondern aus der Schlagebene raus. Nur bei sehr harten Akzenten gehen die Impulse auch noch zusätzlich in die Schlagebene. Eine Besonderheit beim Dirigieren stellt es dar, mit der Intensität eines gespielten Tons in Kontakt zu kommen. Wir stellen uns den Ton dafür räumlich, körperlich dar, als könnte man diesen Ton anfassen, als hätte der Ton selber eine Gestalt. Die Innenspannung des Tones können wir dirigieren durch eine ganz, ganz langsame Aufwärtsbewegung, als würden wir diesen Ton in der Hand halten. Wie kommen wir jetzt in diese Bewegung rein? Wir stellen uns vor, wir hätten einen Ball in der Hand und könnten diesen Ball hochwerfen und auffangen. Hochwerfen und auffangen. Und mit dieser Bewegung kann ich einen Einzelton dirigieren. Dieses dirigentische Merkmal verstehe ich als Funktion der Spannung. Damit haben Sie die drei Grundfunktionen des Dirigierens kennengelernt: Schwingung, Impuls und Spannung. Was es dazu im Detail zu sagen gibt, das erfahren Sie in der nächsten Folge von Franks Dirigieratelier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!